Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Krankenhausfreunde, herzlich willkommen zurück hier bei Nick Frei Zockt, Project Hospital. Ach, der dritte Versuch hat geklappt, ich habe dreimal die Aufnahme gestartet. Alter Schwede. Ey, wisst ihr, was ich schon lange nicht mehr gespielt habe? Prison Architect. Und wisst ihr, wie ich das Spiel hier angekündigt habe? Mit Prison Architect. Ich muss immer noch drüber lachen. So, wir haben ein kleines Problemchen. Das ist mir in der Nachbetrachtung aufgefallen. Ich habe vor die Fenster Bücherregale gestellt. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, um das Ganze wieder einigermaßen schön zu machen. Entweder wir verkaufen die Bücherregale oder wir entfernen die Fenster. Ich würde sagen, wir entfernen ein Fenster und verkaufen ein Bücherregal. Reicht, oder? Passt. Ja, die können hier durchgucken, wer hier reingeht. Versteht ihr? Darum geht's. Und die können auch gucken, wer hier durchgeht und so. Und dann kann eine Krankenschwester hier rausrennen, kann hier an die Scheibe klopfen, kann hier reinstürzen, kann die Wiederbelebung anfangen, dann kommt sofort ein Arzt hinterher. Und wenn hier kein Fenster ist und dann kriegen die das nicht mit, dann müssen die dann erst ausrufen oder hier anklopfen oder so. Und deshalb denke ich, ist das so ganz gut. So, wir machen mal Türen und alles aus und lassen die Zeit mal ein bisschen laufen, weil wir haben ja jetzt hier auch Nachtdienst und wir sehen das ja alles hier. Ist nur nachts noch nichts los, ja? Der nächste Tag kommt. Und dann gucken wir mal, wie das ganze Krankenhaus jetzt hier läuft. In unserer Röntgenabteilung, Notfallabteilung und. Wir wollen ja nicht zu schnell zu groß werden. Das hatte ich ja schon mal gemacht, dass ich hier alle Abteilungen aufgerissen habe, die man nur aufreißen konnte. Und hatte unheimlich viel Geld und habe riesengroß gebaut und dann, ja. Und dann war es scheiße, ja, weil es war einfach zu groß. Es war zu ungeplant, zu unkoordiniert. Es war einfach nicht schön. So, wir machen uns dran, wieder ein bisschen Geld zu verdienen. Krankenhaus ist geöffnet. Ja, sie sind besetzt hier, die Notaufnahme. Allerdings irgendwie ist es ganz komisch. Die laufen alle ständig zum Pausenraum. Also können die sich da nicht mal da hinten beschäftigen? Müssen die ganze Zeit in den Pausenraum? So, Patient mit falscher Diagnose kehrt zurück. Dann gucken wir uns den mal an. Ja. Ich würde sagen, hauen wir mal rein. Ich kann mir denken, was dabei rauskommt. Das sollen wir untersuchen. Das finde ich hier übrigens auch so gut, ja, an dem Spiel, dass wir hier unheimlich viele reale Krankheiten drin haben, mit realen Symptomen drin haben und so weiter. Also für Hypochonder ist das nichts, aber für Leute, die sowas dann schon mal so ein bisschen interessiert, so ganz relaxed, da war einer in der Notaufnahme. Hab ich das gerade richtig gesehen, dass da einer in der Notaufnahme war? Gucken wir uns mal an, was der hier hat. Verstopfte Nase, Ermüdung, Fieber. Ja, abhören, Temperatur messen, untersuchen der Nasenhöhle. Fangen wir damit mal an. So, und schon haben wir es raus, was es ist, und können in die Behandlung gehen. Was wurde eigentlich aus dem anderen? Warum kümmert sich da keiner drum? Was müssen wir da eigentlich geben? Das hier. Der ist ja noch da, oder? Ach ja, also wie gesagt, 30 Patienten haben wir überhaupt zur Verfügung. 40 sollen wir pro Tag bearbeiten und hier geht's wild umher. Also ich meine, die fahren jetzt Leute von hier darüber ins Röntgen. Und das ist auch mal krass. Also bei uns im Krankenhaus gibt's langsam richtig Leben.
So, da seht ihr, was hier passiert? Was machen die mit dem? Der ist in Überwachung und warum? Der war jetzt in Überwachung. Was machen die mit dem? Krankenhaus schließt. Ja, also da wissen sie halt nicht genau, was es ist. Sollten sie vielleicht mal einen CRP-Test machen. Thorax-Röntgen tun sie ja auch noch. Aha. Und schon kommen wir weiter, ja? Kann sich ja mal ein Arzt drum kümmern. Jetzt röntgen sie noch einen Thorax, wenn ich das richtig sehe. Ist okay. Ja, Tatsache, der liegt jetzt noch beim Röntgen. Obwohl wir schon wissen, was es ist und obwohl wir schon hier die entsprechenden Medikamente geben könnten. Irgendwie kann ich machen, dass die dem folgen, aber fragt mich nicht wie. Ich bin dafür zu blöd. So, und da ist es fertig. Da wird er nach Hause geschickt, nachdem er behandelt wird mit dem richtigen Medikament. Und ja, Thema durch. So, wir haben richtig gut Geld verdient bis jetzt heute. Lange Wartezeit für Untersuchung. Was will der? Alter, du liegst doch hier im Bett, oder nicht? Warum bringt den keiner zum Röntgen? Wir haben doch eine Röntgenabteilung. Ist da nachts keiner? Pause. Ich glaube, hier oben können wir den anpinnen irgendwie oder so. Ach, shit. Ich glaube, wir haben hier nachts keinen. Ja, nachts nicht besetzt. Wir brauchen natürlich auch nachts eine Röntgenabteilung. Wie komme ich auf die Idee, dass man nachts keine Röntgenabteilung braucht? Wir brauchen allerdings nicht den absoluten Überspezialisten, da reicht ein einfacher. Der arbeitet effizient am Tag, die kommen zu spät, der hat kein Ruhelevel. Ich glaube, das hier ist der, den wir am besten durchschauen können. So, den stellen wir jetzt mal für nachts ein. Und wenn der da ist, dann bringen die jetzt auch den zum Röntgen und dann geht das auch voran, dann wird der auch nicht heimgeschickt. Oder abgeholt, krankenhausmäßig. So, dann gucken wir mal rein, was dabei rauskommt, wenn wir das hier geröntgt haben. Ah, der hat nur eine Beinprellung. Da machen die so einen Aufstand wegen einer Beinprellung. So, dann dürfte dann jetzt auch gleich der Arzt kommen zu dem Gützen. Und dürfte ihm dann die entsprechenden Medikamente, nämlich die Betäubungssalbe, verschreiben und sogar auftragen. Und dann darf der auch wieder heimgehen und darf uns direkt mal die 320 zahlen. So, und ihr seht, der arbeitet da hinten an dem Rechner. Deshalb müssen wir den da stehen haben. Der kommt rein, guckt da, okay, das haben sie festgestellt, geht hier hin, holt den Kram, behandelt den, geht wieder an den Rechner und dann wird die Rechnung gestellt. So, haben wir doch ein ganz gutes Krankenhaus, was hier ganz gut funktioniert. Wir haben heute schon einen behandelt und das, obwohl wir noch gar keine Leute haben, weil das Krankenhaus noch gar nicht auf ist. Notfälle kriegen wir aktuell auch noch nicht rein. Wir haben noch keinen, ja, ich weiß nicht. Also wir müssen ja jetzt zusehen, dass wir langsam wieder aufbauen. Wir sind immerhin schuldenfrei, das ist schon mal ganz gut. Aber wir müssen jetzt zusehen, dass wir langsam wieder aufbauen. Und dann können wir hier hinten weiter an der Radiologie arbeiten. Können hier eine Intensivstation reinbauen. Und vor allem, was wir nicht vergessen dürfen, ist, wir müssen auch irgendwo noch Fahrstühle unterbringen. Das ist was, das gibt mir richtig zu denken, wo ich die noch hinmache. Also eigentlich bräuchten wir hier vorne noch irgendwo einen Fahrstuhl. Könnten wir eventuell so machen. Ich bin gerade am Überlegen. Ich meine, wir haben ja hier Raum. Aber der Fahrstuhl, der ist tiefer, soweit ich weiß. Wir gucken gerade mal. So ein Fahrstuhl. Das ist ein Riesenklotz, so ein Fahrstuhl. Ja, den kriege ich hier nicht rein.
Aber wir würden ihn so reinkriegen. Und da ich ja vorhab, dass das Labor eigentlich nicht da bleiben soll, wo es jetzt ist, wäre das noch eine Möglichkeit, hier irgendwie irgendwann mal einen Fahrstuhl einzubauen, ja? Weil, also ich meine, das Labor ist hier ganz gut, weil hier die ganzen Ärzte sind. Das gebe ich ja offen zu. Es ist schwierig. Es ist extrem schwierig. Aber ihr seht, das Labor ist zu klein. Wir brauchen ein größeres Labor. Ja? Das ist der Hauptgrund. So, Röntgen. Was bleibt uns anderes wie Röntgen? Dass wir rauskriegen, was die hat. Wo ist sie denn? Sitzt im Wartezimmer. So, der ist zu Hause und die geht gerade zum Arzt und die kommt dann noch gleich zum Röntgen. Da ist sie schon. So schnell geht das. Dann kommt raus, dass sie eine Armprellung hat. Und dann brauchen wir dafür eine Betäubungssalbe und dann geht das doch schon zack, 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 zack. Was macht die denn jetzt noch? Das verstehe ich nicht. Naja, jetzt ist sie, glaube ich, auf dem Weg nach Hause. Also, wir verdienen ganz gut, das geht recht gut voran. Wir sollen 30 Patienten pro Tag in der Notaufnahme behandeln. Das könnten wir heute schaffen. Dann würden wir 20.000 Zuschuss kriegen und damit könnten wir dann wieder ein bisschen ausbauen. Zum Beispiel mit einer Chirurgie, dass wir die Möglichkeit hätten, überhaupt auf 40 Patienten zu kommen, die wir behandeln müssen. Aber wenn wir ausbauen wollen, müssen wir ein Stockwerk hoch, weil hier unten ist kein Platz für eine Chirurgie. Hier unten ist Platz für vieles, aber nicht für die eigentliche Chirurgie. So, Auftrag abgeschlossen. Wir haben 30 Patienten behandelt. Jetzt haben wir wieder 40.000. Und wir sollen am Ende des Tages ein Ansehen von 80 haben in der Abteilung. Ja, die Radiologie ist so ein bisschen das Problem. In welche Abteilung? Notaufnahme. In der Abteilung Notaufnahme sollen wir 80% Meinung haben. Ich glaube, da haben wir gerade 100. Also wir haben ja insgesamt haben wir ja sogar 75 oder so. Oder noch mehr. Eigentlich müssten es sogar 80 sein. Wenn man es genau nimmt. Wenn 5 Sterne da sind und 4 davon sind ausgefüllt. So, Krankenhaus schließt, wenn der Tag rum ist, dann kommt das eigentlich Entscheidende. Wir brauchen in der Notaufnahme weiterhin die 5 Sterne und dann kriegen wir am Ende des Tages auch das als Erfolg angerechnet. Und dann können wir 2 neue Praktikanten einstellen. Das können wir immer einstellen. Einstellen! Mehr Leute einstellen. Wer bezahlt die Rechnung? Ist egal, Leute einstellen. So, ja, wir brauchen irgendwie Aufzüge. Ich muss mal gucken, wo wir die Aufzüge hinmachen. Die Grundfläche, also das hier, wie gesagt, es ist alles verplant. Ich weiß, was ich da reinbaue und ich weiß, wie groß. Wir müssen nur mal gucken, wir brauchen Aufzug, weil wir wollen einen Stock höher. Und ich bin am Überlegen, ob wir dafür schon ein Fundament brauchen, was es uns dann überhaupt ermöglicht. Ja, also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel hier so ein Fundament anbaue, ich glaube, das muss noch mit rein. Hier ein Fundamentanbau, was jetzt nicht unbedingt groß sein muss. Was halt nur mal in die Richtung geht. Also gehen wir einfach mal von aus, ich mache das jetzt. So, Punkt. So, muss hier natürlich noch das Kies mit drumrum. Ganz klar, ohne Kies geht bei uns nichts. Weil sonst die Optik zerstört. Dann brauchen wir Wall. Welche Wand haben wir da? Ganz weiß, also das hier. So, für die sichtbare Wand. Wir haben ein Problem. Na gut, wir haben kein Problem. Also ich meine, wir wissen, wo wir Wände bauen müssen. Der Raum ragt halt rein, ja.
So, dann machen wir mal. Gehört ja offiziell noch zur Notaufnahme da hinten. Also offiziell. Übrigens, die Wand hier, die ist, glaube ich, auch noch falsch. Die haben wir auch mal gerade mit korrigiert. Ich glaube, die hatten wir schon, ne? Ja, wie auch immer. So, und dann müssen wir hier diese Wand wegreißen. Und das Problem, was wir haben, ist ganz einfach, dass wir hier diese Ecke schon drin haben. Aufgrund der Tatsache, dass ich den Raum länger gemacht habe, als vorgesehen war. Aber gut, das passiert. So, und dann können wir nämlich mal gucken, dass wir hier die Aufzüge reinkriegen. Dass wir hier zumindest mal einen reinkriegen irgendwo. So nach dem Motto. Ja, ich will mal überlegen, ob ich den sogar hier draufsetzen soll. Versteht ihr? So, da drauf, auf die Ecke, direkt auf die Ecke. Weil es kann ja sein, dass wir eine Notaufnahme haben. Also, dass einer reinkommt, wo wir sagen, der muss in die Chirurgie. Und dann kommt er nicht auf die Überwachungsstation, sondern in die Chirurgie. Und wird dann für eine OP vorbereitet. Und dann brauchen wir da einen Aufzug, um die Leute direkt dorthin zu schicken. Es kann genauso gut sein, dass in der Chirurgie, in der Abteilung, einer kollabiert. Der muss in die Notaufnahme. Dann brauchen wir dann einen Aufzug, um den runterzuschicken. Und da auch da die Intensivstation hin soll, werden wir den Aufzug hier wahrscheinlich sehr stark benötigen. So, deshalb bauen wir den auch hier hin. Punkt. Aus die Maus. So. Da sollten wir den vielleicht auch noch richtig anmalen, weil die Aufzüge haben so die Eigenart, dass sie meistens nicht mit den Wänden kommen, wie der Rest vom Krankenhaus ist. Dann haben wir da einen Aufzug. Rein theoretisch könnten wir jetzt ein Stockwerk hochgehen und könnten dann anfangen. Also ich habe ein Problem, wir haben da vorne keinen Aufzug. Versteht ihr? Also normalerweise sollen die Leute ja durch den Haupteingang reinkommen. Ich will ja auch nicht, dass die Leute durch die Notaufnahme latschen, wo da Zugang versperrt steht und wo ich eigentlich sogar, wenn man es genau nimmt, müsste ich den Flur hier sogar blau machen. Ja, dass du hier nur rein darfst, wenn du Patient bist, der hier was zu suchen hat. Und nicht jeder. Ja, weil, also ich meine, wo kommt man da hin, wenn da jeder durchlatscht durch die Notaufnahme? Dann ist irgendwann ist dort so viel los, dass die Ärzte, die dort Leute behandeln, nicht mehr zum Behandeln kommen. So, wir müssen natürlich gucken, ob das dann auch funktioniert jetzt, also so in der Tagesschicht, wenn dann Patienten kommen, die untersucht werden und die sollen dann die Notaufnahme und liegen dann in so einem Überwachungsbett. Also die werden ja da hingeschickt, die haben ja eigentlich, die müssen da ja hin. Deshalb dürften die da auch rein. Nur ob es funktioniert, wissen wir nicht. Das müssen wir dann halt noch checken. Also wir haben zumindest schon mal so angebaut, dass wir einen Aufzug haben. Wir könnten jetzt rein theoretisch hier hinten einen Stockwerk draufsetzen, hätten hier einen Aufzug, der hochgeht in diese obere Etage. Bin ich jetzt nicht so ein Freund von. Eigentlich will ich hier unten schon fertig bauen, bevor ich eine Etage draufsetze, weil das ist einfach, du kriegst die ganze Etage oben geschenkt. Im Prinzip, wenn der Bug noch drin ist, also wenn das immer noch so ist, wie es mal war, kriegst du die ganze Etage oben geschenkt, wenn du sie schon gebaut hast. Yay! Sind wir damit durch? Tatsache, abgeschlossen, fertig, die Krankenkasse ist durch. Nichts mehr. Keine Aufträge mehr. Also wir müssen jetzt eigentlich anfangen, hier unten mit der Krankenkasse zusammenzuarbeiten, die Chirurgie braucht. Aber ich will den Tag mal laufen lassen. Ich will da einfach ein bisschen tieferen Einblick. Sagen wir es einfach mal so. Ich bin auch stark am Überlegen heute. Also ich habe noch keinen Kerbal Space. DLC. Ich habe ihn angefragt, aber ich habe noch keine Antwort. Also vermutlich kriege ich auch keinen.
weil andere deutsche YouTuber haben den schon und ich habe ihn nicht. Also gehe ich von aus, das war's. Den kriege ich nicht vorab zu previewen und zum Morgen live starten. Blöd gelaufen, aber ist halt so. Und ich bin da ja auch noch am überlegen, ob ich dort neu starten soll, damit wir alle Features nutzen können, weil ich habe gehört, ohne Neustart ist da eben nichts mit alle Features nutzen, die mit dem DLC reinkommen, was extrem schade wäre. Aber wenn so ist, dann ist es so. Ja, wird da auch mal Tag, Leute. Also ich meine... Nacht scheint keiner von sich aus zu kommen und zu sagen, er hat Bauchschmerzen in der Notaufnahme. Also können wir eigentlich auch bis zum Tag gehen. Ja, und von daher, also eigentlich habe ich morgen nur zwei Videos zum Senden, wenn ich mich an meinen ganzen Uploadplan halten will. Käme mir gelegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei ich, wie gesagt, mal gucken muss. So, jetzt bin ich gespannt, ob heute einer in den Raum hier geschickt wird. Und wenn er dorthin geschickt wird zur Überwachung, ob das dann funktioniert. Also ob wir Leute haben, die sich da hinlegen. Schwestern und Ärzte und alles, die laufen alle da rein. Bin echt mal gespannt. Komplizierte Diagnose. Gehe zu. Lass es den Arzt versuchen. Sage ich ganz einfach mal. Und guck mir mal an, was er macht. Na, hat's doch rausgekriegt. Was wollen Sie denn von mir? Komplizierte Diagnose. War alles gut. Ich bin ein bisschen verwundert, dass so gar keiner hier drin liegt. Ist es dadurch, dass wir es gesperrt haben, nicht möglich, einen dahin zu schicken? Oder haben wir einfach keine Diagnosen, die länger brauchen? Mist. Bin die ganze Zeit am gucken, ob ich mal einen erwisch. Nicht, dass die Leute heimschicken, ja, weil, also die kommen da nicht rein, dann gehen sie durch den Hinterausgang und gehen heim oder so. Das wäre kontraproduktiv, das wollen wir nicht. Krankenhaus schließt. Und schickt Leute heim. Also eigentlich, wenn du eine Überwachungsstation hast, hast du doch immer Leute auf der Überwachungsstation liegen. Was sei denn, sie hätten das gefixt? Komische Geschichte jetzt. Gut, dann müssen wir einfach noch eine Nachtschicht durch und gucken wir mal, wie der Spaß weitergeht. Was war das für ein Geräusch? Wir haben 4 Leute angeblich nicht behandelt. Sie geben mir zu denken.
Also wenn hier nachts keine Behandlungen stattfinden, dann haben wir ein Problem. Weil wir haben nachts unheimlich hohe Kosten, die wir jetzt verursachen, dadurch, dass wir nachts geöffnet haben. Und wenn dann keine Patienten da sind, die du nachts behandelst... Dann wird es schwierig. Irgendwann mal wieder Tag. Danke. So. Also ich werde das jetzt mal beobachten. Wenn jemand den Hinterausgang verlässt, also wenn jemand durch den Hinterausgang sozusagen da unten raus, da bei der Notaufnahme rausgeht, der vorher bei einem Arzt war, dann werde ich mal Pause machen und werde mal gucken, wo der hingeschickt wurde. Ja, nicht, dass er auf die Überwachungsstation geschickt wurde und der geht heim, weil er dort nicht hingehen kann. So, Patient kommt nach falscher Diagnose wieder. Dann röntg doch einfach mal und mach mal eine körperliche Untersuchung und da wird das schon irgendwie hinhauen. So. Mal genau beobachten. Pause. Der geht hinten raus. Der wurde heimgeschickt. Der wurde heimgeschickt. Also nix Überwachungsstation, die er nicht betritt. Unsere Leute sind so gut, die behandeln alles sofort. Komplizierte Diagnose. Gehe zu. Sollen wir den mal ganz frech Aufnahme TC schicken? Ich meine, es wäre unnötig, aber dann wüssten wir es. Komm, wir schicken den mal Aufnahme. Wir schicken den mal Aufnahme TC. Wo ist der denn? So, jetzt geht er dahinter, legt sich dahin. Okay. Pause. Auch heimgeschickt? Auch heimgeschickt. So, der liegt jetzt da. Wir wissen im Prinzip, was er hat. Der müsste jetzt auf die Überwachungsstation gebracht werden. Wo sind die Leute, die ihn auf die Überwachungsstation bringen? Warum bringt den keiner auf die Überwachungsstation? Der wurde doch eingewiesen auf die Überwachungsstation. Hängt das zusammen damit, dass ich gesagt habe, er benötigt Berechtigung, Einladung, ja. Mal gucken, was jetzt passiert. Ja, jetzt holen sie ihn und legen dann da rein. Also, es lag an dem Gesperrtsein, dass da keine Lagen, das lag an dem Gesperrtsein. Dadurch, dass es gesperrt war, kamen die nicht da rein. Okay, gut zu wissen, dann können wir das in Zukunft nicht mehr sperren. Dann müssen wir da anders verfahren. Dann muss ich das alles wieder ready machen, dass sich da Leute bewegen dürfen, sonst wird das nichts. Sonst wird das ganz und gar nichts. So. Und ich bin am Überlegen, ob wir aufstocken sollen oder ob wir hier unten noch eine Zeit lang
organisieren sollen. Ich meine, wir brauchen hier unten noch irgendwo einen Aufzug. Ich meine, die Intensivstation könnten wir ja noch bauen. Auch die Radiologie könnten wir weiter ausbauen. Das ist alles kein Problem, die Sachen haben wir. Dass wir da rein theoretisch mehr für tun können, dass wir Leute untersuchen können und dass wir Leute ja, in kritischem Zustand verwahren können. Ich weiß halt nicht, ob das so sinnvoll ist. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Was sagt ihr? Sollen wir als erst, also ich meine, es ist eine Kostenfrage. Wenn wir eine Intensivstation bauen, die wird nicht benötigt am Anfang. Also es ist ganz schwer. Dann hast du da Ärzte, Schwestern, Betten, einen Haufen Kohle investiert und es bringt dich nicht voran. Also ich würde tendieren dazu, eine Chirurgie aufzubauen und dafür ein Stockwerk oben drauf zu setzen. Ich frage euch mal, was sagt ihr? Was sagt ihr, was soll ich tun? Schreibt es mal in die Kommentare und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann darum. Ja? Ich bin raus, ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos, macht's gut, bis zum nächsten Mal, bye bye.